Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 50 50. Ja. Ihr Lieben, schon sind wir wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 1 Uhr nachts, das vergeht für mich immer so schnell. Dann ist schwuppdiwupp, dann ist schon wieder Nacht. Und ich darf hier sitzen und mich mit euch unterhalten. Schön, dass ihr da seid. Wir haben Mittwochnacht, Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wie immer freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch übers Telefon oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Momo. Und Momo ist 22. Hallo. Hallo? Ja, hallo, Domian. Hallo, Momo. Ein Mann. Ja. Um was geht's bei dir, Momo? Also, es geht um meine schreckliche Geschichte. Die hat sich, also, es geht um meine Familie, beziehungsweise um meine Eltern. Mhm. Die hat, das war ungefähr vor 2,5 Jahre, 3 Jahre, ungefähr, weiß ich das nicht genau so. Das hat so mit Streit angefangen, so, und die haben sich vor etwa so 2,5 Jahre immer gestritten. Das war schon Routine für unsere, für ihre Kinder, beziehungsweise meine Geschwister. Das war schon normal. Die haben das immer ansehen müssen. Mhm. Also, ja. Also Mama und Papa haben sich heftig gestritten. Schon immer vorher. Ja, es hat ungefähr vor 3 Jahren angefangen. Also es geht um meinen Vater, der hat sich irgendwie geändert. Und ja, meine Mutter hat sich nie was gefallen lassen. Der hat ihm immer die Meinung gesagt. Und ja. Der hat sich auf jeden Fall so geändert immer. Ja. Ja, und eines Tages mal, das war ungefähr vor 1,5 Jahren, ungefähr, da kam der Zeitpunkt, wo ich zu Hause war auch, da war wieder ein Streit und ich habe mir nicht da gesagt, ich denke so, ja, wieder mal ein Streit wie immer, habe ich mich so gedacht und dann kam, also dann, ja, das war heftig, da auf jeden Fall. Was ist passiert? Ja, da hat mein Vater meine Mutter erstochen. Vor 1,5 Jahren. In deiner Anwesenheit? Ja, ich war schon da, aber ich war nicht mit dabei. So, ich war in meinem Zimmer war ich, also ich habe das nicht so richtig mitbekommen. Der Vater hat die Mutter erstochen. Mhm. Aufgrund einer Streiterei ist es aus einem Streit heraus passiert. Und du warst im Haus? Ich war im Haus, ja. Also das war Streit wie immer. Ich habe mir nicht dabei gedacht, ich denke so, ach, gleich hören die wieder auf und dann ist es wieder gut. War deine Mutter sofort verstorben oder ist sie noch ins Krankenhaus gekommen? Die wurde noch ins Krankenhaus gebracht, aber sie ist im Krankenhaus dann auf dem Weg zum Krankenhaus gestorben. Ne? Hm. Du sagst, du warst in einem anderen Zimmer. Ja, wann hast du gemerkt, dass da was Schlimmes passiert ist? Wie schnell hast du es gemerkt? Nee, ich habe so mitgekriegt, dass das auf jeden Fall so ganz wieder leise war. Auf einmal so. Das war sonst nie der Fall, direkt so leise. So. Ich bin rausgegangen. Ja. Ja, dann lag sie so auf dem Boden. Wer war noch in der Wohnung oder im Haus? Meine kleine Geschwister, also meine Geschwister, 2 Stück noch. Wie alt waren die? Die eine ist 4 und die eine ist 7. Ach so, so klein noch? Ja. Und dein Vater stand auch dann da, als du dazu kamst? Der stand da, ja. Der war auch. Und hast du dann den Krankenwagen angerufen oder die Polizei gar oder wie ging das? Ich habe direkt Polizei angerufen. Die haben dann also den Krankenwagen verständigt und alles mitgeschickt. Und dein Vater, ist der geflohen oder ist der zu Hause sitzen geblieben? Nee, der ist rausgegangen. Also der ist nach draußen gegangen. Ich wusste auch nicht warum. Ich dachte, der will heute fliehen, aber der war auf einmal außer Haus. Also, der ist nicht geflohen. Also der stand draußen. Mhm. Ja, Polizei hat ihn dann, der hat sich so freiwillig ergeben. Also. Ja. Das Ganze ist vor 1,5 Jahren passiert, sagst du. Mhm. Dein Vater sitzt vermutlich heute im Gefängnis. Im Gefängnis, ja. Wie empfindest du und was empfindest du für deinen Vater? Also nur Hass, also ich habe nur Hass irgendwie, also das verzeihe ich dir nicht mehr. Also ich habe bis jetzt keinen Kontakt mit denen gehabt, seit 1,5 Jahren habe ich den nicht mehr gesehen. Also. Ich gehe ihn auch nicht besuchen. Ja. Hat er sich irgendwann mal versucht, dir gegenüber zu äußern? Zu erklären kann man das ja nicht. Zu äußern, hat er dir einen Brief geschrieben? Hat er irgendwie versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen? Nein, mit mir nicht. Also meine Schwester, meine älteste Schwester, die ist verheiratet und die hat den einmal besucht und so. Und
Also der wollte nicht über das Thema reden. Meine Schwester hat ihn alles angesprochen, gefragt und so, aber der wollte nicht über das Thema reden. Mhm. Also er hat gar nichts darüber geredet. Wie war das denn bei der Gerichtsverhandlung? Warst du da auch zugegen? Ja, ich war da. Wie hat er sich denn vor Gericht verhalten? War er einsichtig und reuig? Nee, der hat das gar nicht bereut. Der meinte, ist passiert, ich hätte ja recht und so. Ehrlich, das hat gar nicht bereut. Das hat er vor Gericht gesagt? Ja. Zu was ist er verurteilt worden? Lebenslänglich. Lebenslänglich wegen? Wegen, also, die haben gesagt Mord, aber ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube, Totschlag war das, glaube ich. Ja. Der wurde eigentlich zu Totschlag verurteilt. Ja, ja. Mhm. Als du runterkamst und dann gesehen hast, was passiert ist, lebte in dem Moment, war deine Mutter dann noch bei Bewusstsein, als du dann dazugekommen warst, oder war sie schon bewusstlos? Sie war bewusstlos, ja. Mhm. Was für ein Bild hast du vor Augen, wenn du daran zurückdenkst, an diesem Moment, als du da in das Zimmer, wo das geschehen ist, eingetreten bist? Also ich hatte einen Schock gehabt, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte, ich weiß nicht, ich war aus mir und so. Mhm. Ich kann halt nicht vergessen, ich denke immer, das war von gestern. Mhm. Also ich kann halt, ja, also, das vergisst man nie. Wie war denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Sehr gutes Verhältnis. Sehr gutes. Mhm. Und der Vater ist auch dein Vater, ist dein leiblicher Vater? Ja, ist mein Leib. Mhm. Und wie hat er dich früher behandelt? Wie war dein Verhältnis zu ihm? Ja, eigentlich gut, normal, ja. Mhm. Ja, also mit meiner Mutter war besser, finde ich. Also mein Vater eigentlich auch besser, gut. Ich habe es am Anfang, das war so ein bisschen verwurzelt, das hatte ich nicht ganz verstanden. Die Streitereien zwischen deinen Eltern, die haben erst so vor 2,5, 3 Jahren begonnen. Früher war das eine normale, gute Ehe. Ja, sehr gute Ehe. Mhm. Und neigte denn dein Vater, kanntest du ihn von früher so, dass er zum Jähzorn neigte oder zu Gewalthandlungen? Oder hast du auch ein ganz neues Gesicht von deinem Vater durch dieses Verbrechen kennengelernt? Nee, mein Vater, der ist schon immer so gewesen, aggressiv und der hat immer direkt so eine Meinung gesagt und auch uns mal geschlagen und so, aber das gehört dazu eigentlich so zu einer Familie, so dass man so Kinder nicht. Momo, wer hat sich um die kleinen Kinder gekümmert? Haben die das auch noch gesehen, um deine kleinen Geschwister? Haben die tote Mutter oder die schwerst verletzte Mutter auch da liegen sehen? Ja, die haben die einmal liegen sehen, aber ich habe die direkt in ein anderes Zimmer gebracht. Also ich habe die gar nicht eingesperrt. Also ja. Die sollten gar nicht zugucken. Wo leben die jetzt, die kleinen Kinder? Also zwei leben bei meinem Onkel, die leben da. Und die leben da jetzt normale und ich habe noch einen jüngeren Bruder, der lebt auch mit mir zusammen bei einem anderen Onkel. Mhm. Also wer hat sich um dich gekümmert? Ich meine, du hast ja nun etwas unfassbar Schlimmes quasi miterlebt, was einen ja in einen Traum, in einen Schock versetzt. Wer hat sich um dich gekümmert? Ja, ich bin seit nach halbes Jahr, wo mein Vater verurteilt wurde, mache ich Therapie zurzeit. Mhm. Also vorher ging es mir ganz schnell, jetzt geht es mir immer etwas besser. So. Ja, das heißt, die Therapie wirkt, hat schon eine gewisse, hat eine gute Auswirkung auf dich. Ja. Mhm. Dennoch ist das natürlich etwas, was du sowieso dein ganzes Leben lang nicht vergessen wirst. Nee, das werde ich auch nie. Mhm. Kann man auch nicht. Mhm. Wie groß ist der Hass auf deinen Vater? Ist der so groß, dass du immer an ihn denkst und an den Hass spürst? Na sicher, ich habe immer noch Hass gehabt. Das ist immer noch wie der erste Tag so, ich weiß nicht so. Mhm. Wenn er jetzt vor mir stehen würde, dann würde ich sagen, ich glaube, ich würde den, ja, Sie wissen schon. Mhm. Hast du dir mal die Situation ausgemalt? Lebenslänglich bei uns heißt ja nicht lebenslänglich. Irgendwann, irgendwann wird er wieder auf freien Fuß kommen. Wirst du ihm dann aus dem Weg gehen wollen oder wird es doch irgendwann, könntest du dir vorstellen, vor ihm zu treten und zu fragen, warum? Nee, ich glaube, ich will gar nicht mehr darüber, weil das bringt ja nichts, da ist passiert und das bringt ja nichts, wenn er mir eine Antwort gibt, davon wird er nicht wieder leben. Das stimmt, ja, das stimmt.
Ich lebe noch mit meinen Verwandten alle im Ruhrgebiet. Ich habe überlegt, mir also auszuziehen aus dem Ruhrgebiet, vielleicht irgendwo im Süden oder so zu wohnen. Also ja, damit du ihm gar nicht begegnest, falls er irgendwann dann mal rauskommt und wieder in eure Gegend zieht. Genau. Verstehe. Sehr, sehr traurige Geschichte, Momo. Wirklich sehr, sehr schlimme und sehr traurige Geschichte. Du bist in psychologischer Behandlung, sagst du, aber ich würde dir gerne dennoch jetzt so ein abschließendes Gespräch noch mit meiner Psychologin anbieten, wenn du möchtest. Ja, kein Problem, ja. Ja, dann würden wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Das heißt, meine Psychologin, die Anja, würde dich anrufen. Und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Und vor allen Dingen auch Erfolg in dieser Therapie, dass du einigermaßen wieder stabil wirst. Dankeschön. Alles Gute von Herzen. Tschüss, Momo. Tschüss, Domian, alles Gute noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, weiter geht's mit Rosemarie. Und Rosemarie ist 59 Jahre alt. Guten Morgen, Rosemarie. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich warte eigentlich, wie gestern das Thema bei dir war. Ich warte auf einen Tag. Und zwar, ich warte auf den Tag meiner Operation in der Universitätsklinik. Was für eine Operation ist das? Ja, ein großer Leibschnitt soll da gemacht werden. Mhm. Die haben mir gesagt, die würde 7 bis 8 Stunden dauern. Ja. Aber ich werde jetzt schon 1,5 Jahre immer weitergeschoben. Seit 1,5 Jahren wird das verschoben? Ja, also immer wieder weiter zurück. Und die machen zwischendurch immer CTs, Computertomographie, alle 3 Monate. Und bemerken dabei, dass der Tumor gewachsen ist. Aha, es geht also um einen Tumor, den du im Bauchraum hast. Ja. Und der soll, bei einer Operation sollte der herausgeschnitten werden. Ja, der ist jetzt mittlerweile so groß wie ein ausgewachsenes Kind im Bauch. So groß ist der? Ja, die haben erst gesagt, so groß wie ein Fußball, bis es anfing. Und ein kleinerer, der so wie ein Kindskopf wäre. Und jetzt ist das immer weiter gewachsen. Das heißt, du siehst auch aus wie eine Schwangere? Ja, richtig. Und seit 1,5 Jahren. So kannst du dir das vorstellen. Hast du Schmerzen auch? Oh ja. Weil der Tumor drückt ja auch auf die anderen Organe. Sehr stark, ja. Ich kann nur alle paar Tage mal Stuhlgang machen. Und beim Wasserlassen muss ich sehr häufig, weil es auf die Blase drückt. Ja. Warum verzögert man denn die Operation? Hat man Angst zu operieren? Man hatte Angst zu operieren, weil ich auch herzkrank bin und Diabetiker. Aber mein Herz, das ist zurzeit, ich habe mich so hochgerappelt und alles gemacht, was ich nur konnte. Mein Herz hat mittlerweile 3 Stents, das sind so Röhrchen, für die Adern zu erweitern. Ja, ja. Und da habe ich immer wieder zwischendurch extra noch Untersuchungen machen lassen, ob das in Ordnung ist. Also von daher dürfte im Augenblick nichts im Wege stehen. Aber was ist das Argument der Ärzte im Moment, dass man nicht operiert? Ja, jetzt im Moment ist es, dass der Streik ist. Ja, darum gestern das Thema, ich warte auf den Tag. Ach, es hängt wirklich jetzt mit dem Streik zusammen. Ja, wenn der Streik nicht wäre, dann würdest du jetzt in den nächsten Tagen operiert. Richtig. Und jetzt habe ich seit gestern, weiß ich auch noch aus dem Fernsehen, dass jetzt die Ärzte anfangen in den Universitätskliniken zu streiken. Ja, ja, das habe ich heute auch mitbekommen. Ja, und jetzt wird es wieder verschoben für mich. Das ist für die Kranken unfassbar schlimm. Ja. Das trifft so viele Menschen und dich ja nun auch mit einer so schweren Erkrankung. Ja. Wobei man natürlich, muss man sagen, die Forderungen der Ärzte schon auch berechtigt sind. Ich verstehe das auch. Ich verstehe auch die Leute. Ja. Aber wenn man dann das Leid und kranke Menschen sieht und hört, dann hat man irgendwann auch kein Verständnis mehr, dass sie das machen. Ja, ich muss so sagen, die wollten mich ja im Dezember operieren. Und da die mir jedes Mal bei jeder Untersuchung, bei alle 3 Monate, über die ganze Zeit hin, immer wieder gesagt haben, also die Operation geht zu 80% negativ aus, also dass sie sterben, und wir können ihnen nur 20% Überlebenschance bieten. Aufgrund der Herzerkrankung? Der Herzerkrankung und ich habe Diabetes. Ja.
Und das insulinpflichtige Diabetes. Und das wäre jetzt im Moment, sind die Chancen größer, dass du die Operation überlebst? Ja. Ja. Und ich habe meine Diabetes so weit im Griff gekriegt wie fast ein Gesunder. Mhm. Also da wird alle 3 Monate ein Check-up gemacht. Mhm. Und dieser Check-up ist auf 6. Rosemarie, wann hast du denn zum allerersten Mal bemerkt, da stimmt was nicht in mir, da tut sich was? Das war... Wie lange ist das her? Das ist 2004 im Sommer gewesen. 2004. Das heißt, von 2004 bis heute ist dieser Tumor, ich muss mir das nochmal vor Augen halten, groß wie ein ausgewachsen, also ein 9 Monate alter Embryo. So ist mein Bauch auch. So wie ein Schwangeren. Ja. Welche Beschwerden hattest du am Anfang? Am Anfang hatte ich rundum Luftnot. Und dann ist nachts der Notarzt gerufen worden. Und dann hat der mich untersucht und hat meinen Bauch für hart gefunden. Dann war der freitags nachts da. Es war zufälligerweise mein Hausarzt Notdienst. Hatte ich noch Glück. Und dann sagte der mir, dass ich am anderen Morgen auf dem Samstag unbedingt in die Praxis kommen müsste. Er müsste einen Ultraschall machen. Ja. Und da bin ich dann auch hin. Und dann hat er mich untersucht und hat seine Frau, die war mit da, die ist Assistentin bei ihm auch in der Praxis, hat er die noch reingerufen und sagt, guck dir das an. Der war sprachlos. Da sah der schon, so groß wie ein Fußball war das schon. So groß schon? Ja. Und das hattest du vorher gar nicht bemerkt? Ich hatte wohl hier und da Schmerzen. Aber ich bin aber eigentlich eine Frau, die nicht für jedes bisschen direkt zum Doktor läuft. Ne? Wo kann man das erklären, wo genau der Tumor sitzt? Ja, du hattest gerade deine Hände hoch. Ja. Über dem Magen hast du angefangen. Ja, genau. Von da nach unten. Von da nach unten. Ja. Ja. Und ist das ein, kann man sagen, ob das ein bösartiger oder ein gutartiger Tumor ist? Das ist es ja, das kann man nicht. Wenn man da eine Probe nimmt, so hat man mir erklärt, könnte das auslaufen und wenn es bösartig ist, Metastasen geben. Aber sonst hast du keine Metastasen im Körper? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Nur der Tumor, der ist ja so groß und drückt mir schon seit den ersten Tagen, wo ich den gespürt habe, wo der Doktor hier nachts war, drückt er mir auf beide Seiten Ischias Nerven. Und dadurch kann ich fast gar nicht mehr mit meinen Beinen gehen. Die sind wie gelähmt. Kannst du überhaupt schlafen nachts? Nein, nie. Auch nicht. Darum sehe ich dich immer. Also ist es wirklich eine schlimme Leidenszeit ganz schlimm. Seit einigen Jahren? Ja, ohne Schlaftabletten schlafe ich überhaupt nicht. Jetzt weiß ja auch kein Mensch, wie lange diese Streikaktionen dauern. Ja. Hat man dir von der Klinik denn irgendeine Hoffnung gemacht, in 2 Wochen oder irgendeine Zeit genannt? Nein. Gar nichts? Nein, ich habe vergangene Woche, ich habe jetzt jede Woche nochmal angerufen, um mich in Erinnerung zu bringen. Und letzte Woche hat die Stationsärztin von der Station, wo ich war, war ja schon da, und dann haben sie mich nach Hause geschickt. Die hat mir gesagt, also sobald das Streiken vorbei wäre, hätte ich schon oberste Priorität. Es ist wirklich nochmal ein Fall, wo man wirklich appellieren muss, sollte auch an die Verantwortung der Ärzte, bei allem Verständnis für ihre Forderungen, dass man das mit den Menschen nicht machen darf. Ich verstehe die Ärzte auch. Ja, ich auch. Absolut. Ja. Es gibt da so schlimme Richtlinien und Vorschriften, das muss auch anders werden. Und die sollen auch mehr Kohle verdienen, die einfachen Ärzte. Ist richtig, ja. Die viel Geld verdienen, das sind ja nur die ganz oberen Abteilungen. Ja. Aber die in der normalen Ärzteschicht arbeiten, die verdienen wirklich nicht sehr viel Geld für all das, was sie da leisten müssen. Richtig. Man hat auch als Patient schon Angst, wann am Tag kommt man dran, wie ausgeschlafen ist der Arzt, der mich operiert. Wiederum bist du doch wahrscheinlich so ein besonderer Fall, dass da nur der Oberprofessor dich da wahrscheinlich behandelt, oder? Ja, ich denke mal, der Oberarzt, der hat mich schon angesehen. Und der Professor hat mich auch angesehen. Und das war voriges Jahr im Frühling. Und der Oberarzt, ja, der hat mich auch angesehen. Ich denke mal, also dass die Ärztin, die mich jetzt kennengelernt hat,
Das ist eine sehr gut deutsch sprechende türkische Ärztin. Mhm. Die hat sich jetzt durchgerungen, mich doch zu operieren. Mhm. Die hat Mut, das weiß ich. Ja. Aber ich hatte mir so, wie soll ich das erklären? Ich habe mich so hochgerappelt. Ich mag das. Du hast so dich so zusammengenommen auch. Ja. Ne? Damit du fit bist für die Operation. Richtig, genau. Und dann dieser Schlag und jetzt warte ich stündlich, dass einer anruft, der Streik ist vorbei, du kannst operiert werden. Du hast dich so hochgerappelt, hast du gerade gesagt. Ja. Das hast du nicht von heute auf morgen gemacht. Das hast du in den letzten Monaten wahrscheinlich hingekriegt. Ja, genau. Jetzt lass dir das nicht kaputt machen von diesem Streik. Aber ich bin im Moment ganz tief und... Glaube ich. Ja. Aber der Streik, das ist abzusehen. Die werden nicht so lange streiken wie die Müllarbeiter. Das können die sich überhaupt nicht erlauben. Das ist vielleicht eine kleine Zeitspanne, die du jetzt noch überbrücken musst. Mhm. Da musst du jetzt tapfer beibleiben. Du darfst nicht das kaputt machen, was du dir selbst aufgebaut hast. Ja, ich war so positiv eingestellt und wollte, jetzt lass ich es machen. Mhm. Ne? Mhm. Selbst mit dem Hinblick da, dass ich nur diese kleine Chance habe. Mhm. Aber jetzt versagt mir fast der Mut. Aber wie gesagt, Rosemarie, es ist ja absehbar. Das wird nicht über viele Wochen dauern. Da musst du jetzt wirklich nochmal die letzten Kräfte zusammenballen und sagen, ich habe das jetzt so viele Monate geschafft und Wochen, jetzt schaffe ich es auch noch 2 Wochen, wenn es 2 Wochen überhaupt noch dauert. Das wäre ja viel zu schade, wenn du jetzt dich innerlich aufgeben würdest und dann aufgrund dessen die Operation nicht stattfinden könnte. Hm. Verstehst du, wie ich meine? Ja, du wirst denken, der hat gut reden, ne? Nee, denke ich nicht. Ich nehme das schon sehr ernst, was du sagst. Und eigentlich bin ich auch ein sehr ein starker Mensch, der immer wieder neue Hoffnung schöpft und so. Aber ich habe auch schon vieles mitgemacht. Aber ich kann wenigstens, ich habe auch Geduld. Geduld, übermäßige Geduld, die andere Leute gar nicht eigen haben. Mache ich alle Leute hoch. Ja. Und alle Leute kommen bei mir Kummerklagen. Ja, du hast es ja fast jetzt schon in der Hand. Ja. Es ist jetzt wirklich nur noch vielleicht ein paar Millimeter bis zum Ziel der Operation zumindest. Ich hoffe es. Bist du alleinstehend, Rosemarie? Nein, ich habe einen ganz lieben Mann. Der dich auch unterstützt? Ja, der mich unterstützt. Mhm. Der ist voriges Jahr 2-mal am offenen Herzen operiert worden. Aber dem geht's wieder einigermaßen gut? Ja, dem so einigermaßen, ja. Bei aller Sehnsucht nach dieser... Also ich bin hundertprozentig schwer behindert und der tut alles für mich, ne? Gott sei Dank. Wollte ich noch fragen, bei aller Sehnsucht nach dieser Operation, ist damit auch dennoch Angst verbunden, was dann vielleicht wird nach der Operation? Ja. Das ist aber auch normal, ne? Nach so einem großen Eingriff. Ja, ich glaube auch. Die haben ja bis jetzt noch nicht gesagt, dass die Gefahr kleiner geworden wäre. Ach so, das hatte ich gerade so verstanden, dass die Gefahr jetzt kleiner sei. Nein, das ist 80-20. So, liebe Rosemarie, ich glaube, dass jetzt Tausende von Menschen, die zugehört haben, aber wirklich Tausende und Tausende, dir die Daumen drücken und dir gemeinsam mit mir sagen, jetzt halt auch noch die letzte Wegstrecke durch. Ja. Und sei tapfer. Und du brauchst auch deine Energie dann noch für die Operation, dass du die auch gut überstehst. Und danach dich wieder gut entwickelst und berappelst. Ja, ich bin auch so eigentlich kein Mensch, der wütend wird oder sauer auf einen wird. Ich bin eher der Mensch, der für mich selber resigniert dann. Mhm. Andere baue ich auf und... Mhm. Aber jetzt wird noch nicht resigniert. Schluss aus. Kein Thema mehr. Liebe Rosemarie, ich würde dir auch gerne noch ein Gespräch mit der Anja anbieten, jetzt. Möchtest du das? Ja, gerne. Gut, dann legst du auf und Ich möchte nämlich schon lange eine Psychologin haben. Umso besser. Aber die kriegt man ja monatelang. Ist auch ein Thema für sich, hast du recht. Ja. Aber du legst auf und die andere ruft dich nochmal an jetzt gleich. Ist in Ordnung. Alles Liebe, alles Gute und toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss, Rosemarie. Wiedersehen. Tschüss. Johannes ist hier und Johannes ist 3 und... Jetzt hätte ich bei mir gesagt 83. Nein, 38. Hallo Johannes. Ja, mach mich nicht älter, als ich bin. Guten Morgen Jürgen, hier ist der Johannes. Grüß dich. Ich würde aber auch sehr gerne mit dir sprechen, wenn du 83 wärst. Aber ja, da musst du vielleicht noch 45 Jahre warten, ne? Johannes, um was geht's bei dir?
Ja, ich bin so ein bisschen ein Überbleibsel von gestern, von der Sendung. Auf diesen Tag habe ich gewartet. Ja, ja. Zunächst mal möchte ich der Rosemarie noch alles Gute wünschen. Sie soll durchhalten, aber das ist nicht so einfach. Das ist nicht einfach, aber man muss es ihr von Herzen wünschen. Richtig, das ist Hölle hoch 99, wie man so schön sagt. Ich habe lange auf eine OP gewartet. Aha, erzähl. Ich war sehr, sehr dick, um es mal, wie man so sagt, schön deutsch zu sagen, ich war fett. Wie viel hast du gewogen? Etwa 200 Kilo. Boah. Ja, das ist eine ganze Menge. Das ist richtig massig. Bei welcher Größe? Bei 1,79. Bei 1,79, auch nicht so der Größte dann. Naja, es geht. Also. Ja. Und da 200 Kilo, das ist schon eine ordentliche Tonne. Richtig, ne? Ganz genau. Ja. Da fühlt man sich auch entsprechend. Mhm. Also man fühlt sich überhaupt nicht gut. Da gibt es so ein schönes Wort mit SCH. Und was dann mit Eise weitergeht, aber wie gesagt, es... Warst du als Kind auch schon eher ein bisschen pummelig oder ist es so im Laufe des Älterwerdens passiert? Sagen wir mal so, mit der Pubertät hat es angefangen. Ja. Damit ging es eigentlich so richtig los. Und immer so peu à peu wurde es mehr. Richtig, ganz genau. Ja. Richtig, ganz genau. Ich habe da so in schönen Stufen immer dran weitergearbeitet. Ja, warst du wirklich schuld? Hast du zu viel gegessen, zu viel getrunken? Ja, mit Sicherheit. Falsch also gegessen. Da gibt's keine großartigen Diskussionen, die man da außen rumreden kann, ja. Oder irgendwelche anderen Krankheiten. Da war ich, sagen wir mal, mit mindestens zu 98% selber dran schuld. Die restlichen 2% haben dann natürlich irgendwann mein Körper mitgemacht. Der Grundumsatz ist runtergefahren worden und irgendwann, ja, war halt der Magen, sagen wir mal, in einer richtig schönen ordentlichen Größe, dass auch immer ordentlich was reingepasst hat und ich hatte eigentlich auch kein Sättigungsgefühl und aufgrund dessen habe ich eine Magen-Bypass-OP. Ist das so eine Magenverkleinerungsgeschichte? Das ist eine Art Verkleinerungsgeschichte. Mit Sicherheit hast du schon mal von dem Thema Magenband gehört. Mit Sicherheit, wo eine Schlange wo eine Schlinge in den Magen reingesetzt wird und ein Vormagen gebildet wird. Das habe ich nicht gemacht. Mein Magen ist oben abgetrennt worden und dann ist eine Anastomose, also eine Magenumleitung, eine Darmschlinge gemacht worden, die 2 Meter lang ist und die unterhalb des Magens in diese Speiseröhre wieder Y-artig dran führt. Ist ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. Ja, mit dem Zettel und mit dem Papier dauert es eine halbe Sekunde. Ne? Welchen Effekt? Aber wie gesagt, ist relativ einfach. Welchen Effekt hat diese, dass man das einfach weniger reinpasst in den Magen? Auf der einen Seite, ja, mein Magen ist nur noch so groß wie ein Tischtennisball. Oh, so klein wie ein Tischtennisball? Ja. Da kannst du ja gar nichts mehr essen. Ja, der Magen dehnt sich natürlich auch ein bisschen aus. Mach mal eine Faust. Ja. Und so groß ist dein Magen. Aha. Ich weiß es nicht, ich habe ihn noch nie gesehen. Doch, das ist noch eine recht leichte Faustregel, wie man so schön sagt. Ah ja. Also so ist eigentlich der Magen normal. So, und das hat zur Folge, dass du definitiv weniger isst. Definitiv weniger. Und auch weniger Hunger hast. Ja, auf der einen Seite weniger Hunger habe, auf der anderen Seite weniger, relativ überhaupt erstmal wieder satt bin. Ja, ja. Also vorher war ich ja überhaupt nicht satt. Ich habe ja, gefressen wie das Tier. Also, zwei Big Macs bei McDonald's, das war die Ouvertüre zu allem, ne? Wie viel? 20? Zwei. Schockt mich nicht ganz. Naja, 2 ist ja auch noch nicht so viel. Also. Ja, aber ich habe gesagt, das war die Ouvertüre. Die Ouvertüre. Dann kam noch ein Jägerschnitzel mit Pommes frites und Salat dazu. Und dann hinterher, ja, vielleicht unter Umständen nochmal ein Big Mac. Und eine Schüssel Pudding noch oder irgend sowas. Ja, es kommt immer drauf an. Also ich habe auch viel Süßes gegessen, aber wie gesagt, hauptsächlich sehr, sehr viel Masse in den Magen rein. Wann war diese Operation? Die Operation war am 15. September 2005, also letztes Jahr. Letztes Jahr. So wie es heute sind es genau ein halbes Jahr her. OP ist gut verlaufen? OP ist, ja, gut verlaufen. Das ist, also man denkt, Wunder wie die OP ist. Also die OP dauert nur, in Anführungszeichen, eine Stunde oder eine Stunde 15. Aber alles gut verheilt und alles so in Ordnung. Alles bestens. Jetzt bin ich gespannt, wie viel du jetzt wiegst, heute. Ich habe... Wir bringen in Erinnerung, du hattest 200 Kilo auf der Waage. Nein, ich habe 195 Kilo genau gehabt. 195 Kilo, okay. Und ich habe etwas, also am Montag habe ich wieder meinen Wiegetag, ich habe etwas über 60 Kilo abgenommen. Ja, das ist doch so eine tolle Sache.
Ja, ich. Ja, super. Es soll ja noch ein bisschen mehr runter. Ne? Na klar, na sicher. Aber 60 Kilo jetzt in einem halben Jahr ungefähr? Ja, das ist, sagen wir mal, schon ganz gut. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Ohne Leidensdruck. Also du musst dich nicht malträtieren mit irgendwelchen Essensdisziplinmaßnahmen, gar nicht. Der Arzt, der mich operiert, sagt immer so schön, ich habe dir den Hebel im Magen umgelegt, aber im Hirn musst du den selber umlegen. Das heißt also Gelüste. Der Rückfall in die alte Barbarei, der kommt mit Sicherheit ab und zu nochmal. Aber der wird natürlich je dadurch gestoppt, weil halt nichts reingeht. Mhm. Direkt nach der OP habe ich 3 Teelöffel Spargelcremesuppe essen können. Dann war ich pappsatt. Also wenn mir einer gesagt hätte, ess noch einen Löffel und du kriegst 100 Euro, ich sag, behalt den Schein. Gut, das war direkt nach der OP. Mittlerweile, glaube ich, wird es sich schon wieder ein bisschen gedehnt haben. Ne? Und ein bisschen mehr passt schon rein. Also das ist nicht viel, was rein. Okay, dann sag mal ein Beispiel. Ein normales Mittagessen. Passt nie mehr. Was nicht mehr? Ich werde nie mehr in meinem Leben in ein Restaurant gehen können, ein Jägerschnitzel mit Pommes frites und Salat in üblicher Restaurantgröße, ob das jetzt, sagen wir mal, bei uns im Hessenland oder bei euch im Rheinland ist, ja. Die ja durchaus, sagen wir mal, eine gute Größe haben, da wird man ja sagen. Ja. So, wie viel werde ich nie mehr essen können. Wie viel kannst du denn essen? Wenn du mittags essen möchtest, wie viel isst du? Das ist relativ. Also sag mal so ein Beispiel von einer Mahlzeit, damit wir uns das vorstellen können. Ich sag jetzt mal es gibt so kleine Gemüsefrikadellen, so ich sag jetzt mal ein bisschen größer wie ein 2-Euro-Stück. Ja. Und da schaffe ich 2 Stück. Ah ja. Morgens, wie gesagt, einen Joghurt und dann bin ich pappsatt. Schon Joghurt, von einem Joghurt pappsatt. Ja, und für den Joghurt brauche ich einen Augenblick. Also den kann ich nicht so reinhämmern wie jemand anders. Dann brauche ich schon eine gute Zeit. Dann wird das ja mit Sicherheit noch erheblich weiter runtergehen. Ja, natürlich. Weil das sind ja nicht viele Kalorien, die du da zu dir nimmst. Wie sieht es abends aus? Was isst du zum Abendessen? Das kommt immer drauf an. Es kommt immer drauf an. Es ist eine Tagesform. Ich vertrage nicht jeden Tag auch immer das Gleiche. Mhm. Also der Magen sucht sich das immer so nach Montag, Dienstag bis Sonntag aus, was ihm jetzt heute gerade mal genehm ist. Was zum Beispiel gar nicht geht, ist zum Beispiel Weihnachtszeit, Gans oder Ente. Mhm. Also da ging gar nichts mehr. Mhm. Oder teilweise Hülsenfrüchte oder wenn es extrem fett ist oder irgendwas. Ich kann eigentlich eine Gabel oder ein Bissen von allem essen. Gerade beim Abendessen. Kannst du eine Schnitte Brot essen? Nein. Auch nicht. Eine halbe Schnitte Brot? Da müsste ich sehr lange brauchen. Eine halbe Stunde brauche ich dafür. Wie sieht es denn so äußerlich aus? Also wenn man von 195 60 Kilo runter nimmt, wie ist die Haut? Hängt die Haut schon? Das Fell hängt. Das Fell hängt. Ja. Damit das Fell noch mehr hängen demnächst. Das Fell hängt noch mehr. Überlegst du dir das dann auch chirurgisch wegnehmen zu lassen? Das werde ich nicht überlegen müssen, das werde ich machen müssen. Machen müssen, ja. Also da gibt es einfach... Der Bauch, der, wenn man sich das so vorstellt, das fällt einfach über die Gürtellinie da drüber. Ich habe es im Fernsehen schon einige Male gesehen, ja. Eben, und da bildet sich beispielsweise, ich war ja sehr dick zum Beispiel, wie 2003 dieser extrem heiße Sommer war. Also das war die Hölle, was sich da in dieser Bauchfalte gebildet hat. Da muss man wirklich 3 bis 4 oder 5 Mal am Tag duschen und pudern und vielleicht ein Vlies reinlegen und weiß der Teufel was alles. Ne? Also du musst nochmal unters Messer. Ja, aber wahrscheinlich noch mehrmals, aber... Ja, wahrscheinlich, ja. Also was mit Sicherheit noch raus muss, ist die Galle, weil durch diese OP bilden sich Gallensteine. Das ist einfach so. Aber das ist kein Problem, das ist im Gegensatz zu der OP, ist das ein Spaziergang. Dennoch bist du froh, dass du es hast machen lassen? Ich möchte nicht 1 Kilo mehr haben. Die Zeit dahin, wie gesagt, auf das Thema gestern zu kommen, die Zeit dahin, von Antragstellung bis eben zur Genehmigung, das war über fast 13 Monate, das war einfach die Hölle. Das war die Hölle hoch 99. Also das war mit heiß-kalt Bädern, war das, wie gesagt, mein Körper hat verrückt gespielt, ich habe eine halbseitige Gesichtslähmung gekriegt, aufgrund von einer neurologischen Sache. So, jetzt wünsche ich dir, dass es weiter mit den Funden bergab geht. Ja. Was ist dein Traumgewicht, wo möchtest du hin? Ja, ich sage jetzt mal so um die 85 Kilo. Um die 85 Kilo. Schaffen. Also, aber ich heule nicht, wenn es 85,3 sind. Schaffen wir auch noch. Schaffen wir auch noch, Johannes. Ja. Alles Gute, vielen Dank für deinen Anruf und viel Erfolg beim Abspecken weiterhin.
wenn ich darf, ich würde dir gerne mal eine Mail schicken, wenn ich mein Gewicht erreicht habe. Ja, bitte, mach das, sehr gerne. Und ich habe auch, sagen wir mal, sehr viel Material, das heißt also Bilder von vorher und von nachher. Alles schicken. Das heißt, man kann das... Alles schicken. Ich bin interessiert dran. Ja. Alles Gute, Johannes. Das ist nicht so ganz einfach, wenn man dir eine Mail schickt, ne? Das ist nicht einfach? Ja, also wie gesagt, was ich lustig fand, wenn man deinen Namen schreibt, Domian, ja, und man lässt das Rechtschreibprogramm durchhören und da steht immer Domian, bitte ändern in Domina. Ja, das kenne ich auch. Das ist aber bitte nicht ändern in Domina. Domian stimmt schon. Lieber Johannes, danke für den Anruf und alles Gute. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Mach bitte weiter so. Danke, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle Hinweis für morgen. Morgen haben wir wieder eine Themennacht und das Thema heißt durch eigene Schuld behindert. Ich möchte mit Menschen sprechen, die etwas getan haben, von sich aus, wofür sie Verantwortung tragen und aufgrund dieser Tat eine Behinderung davon tragen müssen, jetzt ihr ganzes Leben lang. Also durch eigene Schuld behindert, das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, mailt mir oder ruft morgen während bzw. schon vor der Sendung an. Nadine ist jetzt hier bei mir und Nadine ist 24 Jahre alt. Guten Morgen, Nadine. Hallo, Domian. Hallo, Nadine. Was ist dein Thema? Ja, und zwar, ich habe so ein bisschen den Glauben an die Männer verloren. Ach, wie das? Warum? Ja, weil ich bin jetzt seit 2,5 Jahren circa alleine. Ja. Und ich habe irgendwie nur Idioten kennengelernt in der Zeit. Erzähl. Ja, weiß nicht. Also ich habe mich teilweise auch im Chat, also verabredet auch oder aus dem Chat getroffen, mit welchen. Und ja, dann also halt dann auch vorher gesprochen, dass man eine Beziehung sucht und so. Und ja, dann hat man sich ja noch mehrere Male getroffen und dann hatte man dann Sex gehabt, zum Beispiel. Und kurz danach hat derjenige sich dann nicht mehr gemeldet. Also quasi nur so, dass derjenige nur so One-Night-Stand ist vielleicht hat. Auch der falsche Weg, das so zu machen. Ja. Ne? Also wenn du in den Chat gehst und eine Beziehung suchst, solltest du vielleicht nicht gleich mit denen beim ersten Tag in die Kiste gehen. Nein. Beim ersten Tag mache ich auch gar nicht. Also ich habe mich dann schon ein paar Mal getroffen. Ach so, ne? Ach so. Doch, das schon. Also ich habe mich auch mit welchen, die ich so, vielleicht mal, wenn ich mal weggegangen bin, getroffen habe, so, also wenn ich mal in der Disco war oder irgendwo im Café mal getroffen habe. Aber es waren alles nur so komische. Die wollten alle nur deinen Körper. Ja. 2,5 Jahre. Wie viel Versuche hast du gestartet und wie viel Mal ist es gefloppt? Eigentlich jedes Mal gefloppt. Ja, wie viel Flops gab es dann? 15 so ungefähr. 15 ja. Mal also versucht. Nicht 15, aber nicht jedes Mal Sex gab, ne? Also. Ja, wir wollen ja nicht schlecht, würde ich denken. Also so eine bin ich dann auch nicht. Aber ja, man verknallt sich ja schon mal und, ne? Sind das denn vorwiegend Chat-Leute? Wie ist das Verhältnis? Irgendwie draußen kennengelernt und Chat? Also ich sag mal so mehr aus dem Chat, weil ich nicht so eine bin, die halt jeden auf der Straße anspricht oder jetzt auch nicht mehr so viel in Diskotheken oder Kneipen geht, dass ich da jetzt andauernd jetzt Leute kennenlerne. Ne? Du gibt es ja in diesen Chats, das sind ja ganze Welten und Universen, die sich ja auftun. Bist du in den richtigen Chaträumen oder treibst du dich vielleicht aus Versehen zu sehr in diesen Sexdingern rum und die Jungs sind entsprechend auch so nur motiviert? Also eigentlich überhaupt nicht in diesen Sexdingern. Ja, okay. Ich weiß nicht, was du kennst, es gibt auch übers Fernsehen diesen Sender, möchte ich jetzt hier nicht nennen, möchte ich keine Werbung machen. Wir wollen den auch nicht. Es gibt so einen Fernsehchat, nennt man das. Ah, da ja, kann man sich halt auch, gibt so verschiedene Rubriken, so Dating und Flirt und sowas halt alles. Ich weiß nicht. Ich habe zwar nur auch schon mehrfach gehört, dass Beziehungen immer wieder entstehen durch Chat-Geschichten, aber vielleicht ist es irgendwie doch noch besser, wenn man die Leute direkt kennenlernt und man so vis-à-vis sitzt und die abchecken kann, wie die drauf sind. Da kriegt man ja viel mehr mit als bei dieser blöden Chatterei. Das stimmt. Ich habe sogar auch schon mal Zeitungsannonce gestartet. Aber da kamen auch irgendwie nur so ganz komische Sachen bei raus. Wie viele Beziehungen vorher hattest du schon? Also ich hatte eine 2,5-Jährige davor. Mhm. Ja, und davor war auch nur so eine Phase, ich habe mich ja auch ein bisschen ausgetobt, ne? So war auch immer viel unterwegs und so früher. Ja, also die längste war 2,5 Jahre, sagen wir mal so. Das heißt, du hast durchaus auch schon nette Männer kennengelernt? Ja, so 2, 3 waren wir dabei gewesen. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass diese längere Beziehung schon jemand war, den du zumindest in der ersten Zeit sehr gemocht hast.
Ja, und ich sag mal so, von den 2,5 Jahren habe ich auch ein halbes Jahr davon gebraucht, um überhaupt erstmal von denjenigen gefühlstechnisch wegzukommen. Weil wenn ich mit jemandem beim Herzen so mit bei bin, dann dauert das eine Zeit lang bei mir. Ja, ich wollte einfach darauf hinaus, du hast die Grunderfahrung schon gemacht, es gibt auch nette Männer. Ja, das Problem ist aber, wo laufen die rum? Nein, dann ist vielleicht, ne? wenn du jetzt so viel Flops da erlebt hast, solltest du vielleicht deine Strategie irgendwie ändern. Ja, aber was denn? Was soll ich denn machen? Dass du einfach mehr rausgehst ins Leben und da auf die Pirsch gehst. Ja, das bringt ja auch nichts. Letztendlich auch noch welche Kinder, die nur One-Night-Stand suchen. Suchen immer wieder. Also, weißt du, wenn du sagst, das bringt ja auch nichts, dann kann man sagen, ja gut, dann schließ dich in deine Wohnung ein und gib's auf. Nee, das mache ich ja nicht. Nee, also vielleicht hast du auch einfach nur Pech gehabt, kann ja auch sein. Es kann wirklich sein, dass du durchaus Pech gehabt hast. Ja, irgend, ich meine, es schneit keiner einfach in die Wohnung rein. Nee, leider nicht, aber das wäre immer schön. Man muss immer aktiv sein. Man sollte auch nicht zu aktiv sein, weil dann funktioniert es auch nicht. Aber man muss irgendwie so einen Mittelweg finden. Und vielleicht solltest du das Verhältnis einfach ein bisschen mehr mischen. Kannst ja noch weiter in deine Chats gehen. Aber dass du einfach mehr auch, ich weiß nicht, vielleicht über eine Freizeit, über ein Hobby, dass du einfach in Kontakt mit Leuten kommst. Das ist am allerbesten, lernt man ja Leute kennen, wenn man es gar nicht darauf abgesehen hat. Das stimmt. Das ist das Tollste überhaupt, wenn man irgendwie durch einen Freundeskreis jemanden kennenlernt oder beim Sport oder weiß ich was. Das ist das Idealste. Also wenn man so verkrampft jetzt irgendwie in die Disco geht und rumguckt und denkt, ist der was und hin und her. Und das habe ich auch schon eine Zeit lang versucht. Ne? Ja. Ich bin auch nicht so ein Mensch, dass ich so gerne alleine bin. Ne? Also ich möchte schon, ich habe noch keine eigene Familie, schon irgendwann mal so in die Richtung gehen. Ne? Hm. Und das möchten viele ja auch gar nicht mehr. Wenn die schon hören, die möchte Kinder oder ich möchte Kinder oder sonst jemand, da gehen viele 5000 Schritte zurück und klar, aber du musst du ja auch nicht gleich im ersten Gespräch deine ganze Lebensplanung bis hin zur Rente hinlegen. Nein, ne? Aber man unterhält sich ja natürlich, auch so, ne? Klar, ja. Und dann kommt man ins Gespräch und und jetzt hatte ich so gedacht, ich rufe mal bei dir an und mach vielleicht auch so einen kleinen Single-Aufruf oder so. Nee, das machen wir nicht. Dann haben wir, wenn wir das jetzt machen, dann haben wir hier 100.000 Anfragen. Das können wir nicht machen. Dann können wir in der Sendung, das mache ich schon mal ganz in Ausnahmefällen, aber ich glaube, dazu bist du noch zu vital im Leben stehend und alles ist eigentlich ganz in Ordnung, das alleine hinzukriegen. Ich möchte dich ermutigen und ich sage dir, es gibt verdammt viel auch sehr viele sehr nette Männer. Man muss sie nur sehen und finden. Ja, toll. Das ist halt so einfach, ne? Das ist schon langsam ein bisschen deprimierend, ne? Wenn man immer nur so Idioten irgendwie kennenlernt. Ne? Manchmal dauert es viele Jahre, bis man sein Glück findet. Viele, viele Jahre. Das ist so. Leider Gottes ist so. Ja. Nadine, nicht aufgeben, weitersuchen. Wenn du einen gefunden hast, schreibst es mir. Ja gut, darf ich nochmal jemanden grüßen, ganz kurz? Ja, okay, ganz kurz. Ich möchte noch den Roberto aus Essen grüßen und wollte noch fragen, ob ich noch einen Autogramm von dir haben darf. Ja, rufen wir dich nochmal an wegen der Anschrift. Aber stopp, jetzt will ich wissen, wer ist Roberto? Roberto aus Essen ist ein Kollege von mir. Ach so. Ein netter Kollege? Der hat eine Freundin und ein Kind. Ja, ich glaube, wenn er für mich nett wäre, dann hätte ich da schon längst was unternommen. Ah, also Roberto in Essen, grüße mal ganz herzlich an dieser Stelle. Alles Gute, Nadine. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Ganz klasse. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Wir sind live hier erreichbar in Köln im Studio. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050. Stefanie, 20 Jahre alt, ist jetzt hier bei mir. Hallo Stefanie. Hallo. Hallo. Weswegen rufst du mich an? Wegen einer Vergewaltigung. Mhm. Die hat mit 5 Jahren begonnen und hat mit 16 aufgehört. Du sprichst von dir, das ist dir passiert. Ja, genau. Also ein 11 Jahre langer sexueller Missbrauch. Ja. Den man dir angetan hat. Wer hat das getan? Opa. Dein Opa? Ja. Und es hat halt damit angefangen, dass die Oma gestorben ist. Ja. Und hat er immer mit, wenn wir das übernachtet hatten, so weil wir immer so klein waren, hat man es gern gemacht. Mhm. Und dann angefangen, hat gefragt, ob wir mit ihm Mann und Frau spielen wollten. Mhm. Und im Alter sagt man, ja klar, das ist wie so ein Spiel gewesen. Ich unterbreche mir eben, du sagst, wir wollten, ob wir mit ihm spielen wollten. War da noch jemand anders beteiligt? Meine Geschwister waren auch.
Die waren auch dabei. Wie viele Geschwister? Zwei Schwestern. Zwei Schwestern. Und wie alt sind die? Älter wie ich. Und er hat euch drei Mädels dann genommen und hat gesagt, wir wollen mal Mann und... Also einzeln. Einzeln, mhm. Wir wollen Mann und Frau spielen. Genau. Mhm. Wir haben es halt als Kinder als Spiel angesehen gehabt. Mhm. Und hat mal halt mitgespielt. Und hat er halt, weil wir im Ehebett geschlafen hatten bei ihm damals. Mhm. Er hat angefangen mit Küssen und Streicheln und so. Und dann hat es halt so angefangen dann. Mhm. Ja, und da kam es halt auch zum Geschlechtsverkehr. Ja. Und das hat sich wie oft dann so im Monat wiederholt? Wie oft kam das im Monat vor? Also nur dann, wenn wir dort geschlafen hatten. Also es war eigentlich nur, sagen wir mal, in der Woche. Vielleicht, also wenn wir dort geschlafen haben, am Wochenende. Aber immerhin. Also dann nur am Wochenende, wenn wir bei ihm geschlafen haben. Wir haben ja nicht jeden Tag oder jede Woche geschlafen, aber vielleicht alle zwei oder drei, dritte Woche halt. Wie viel älter sind deine Schwestern als du? Meine eine Schwester ist 21. Ja, ein Jahr älter? Ja, und die andere ist 24. Vier Jahre älter, haben eure Eltern in irgendeiner Weise was mitbekommen in all den Jahren? Ja, ich war die Erste, die das gesagt hatte. Wie alt warst du da, als du das gesagt hast? Ich sag mal 10 vielleicht, so anfängt nachher das Alter. Ah ja, Was ich dann getraut habe. Man hat ja auch irgendwie Schamgefühl und dass man nachher auch Angst hat und sowas. Da habe ich es halt gesagt, da hatten sie es erst gar nicht geglaubt gehabt. Und dann, wo es die anderen gesagt hatten, oder die haben sie gefragt gehabt. Mhm. Und die haben es dann auch gesagt gehabt und da haben sie es auch geglaubt. Ja, aber da warst du 10 Jahre alt. Und da haben deine Eltern das geglaubt. Und du hast vorhin erzählt, dass das bis zu deinem 16. Lebensjahr ging. Das heißt, die Eltern sind nicht eingeschritten? Ja, die hatten selber Probleme, die haben sich geschieden und dadurch ging es dann weiter. Also du hast im Prinzip, als du 10 Jahre alt warst, hast du deine Eltern alarmiert und die anderen Geschwister dann auch. Dann haben die Eltern das, haben die das dann wirklich geglaubt? Meinst du, dass sie es wirklich geglaubt haben? Also meine Mutter ja. Und sie hat nichts in die Gänge gesetzt, sie hat nicht mit dem Opa gesprochen, sie hat euch nicht da rausgeholt von oder weggezogen von dem Opa? Sie hat versucht und hat mit ihm geredet und er hat gesagt, es passiert nicht mehr, es würde nichts mehr werden und dann ging es eine Zeit, dann fing es wieder an, dann haben die Brust, also wurde, kam man mit der Pubertät, Brust gewachsen und so, kam er an, hat Brust gefasst und es ging halt so weiter. Wollte immer geküsst werden, das wollten wir immer anfassen, aber dann haben wir es halt nicht mehr gemacht und also unter einen Art und Weise haben wir es nachher halt nicht mehr gemacht, weil wir ja reif geworden sind und dann... Weil ihr was? Das habe ich nicht verstanden. Weil ihr? Wir sind dann reifer geworden. Reifer, dann wir haben gewusst, dass es falsch ist, das, was er mit uns macht dann. Hast du es denn, als es dann wieder angefangen hat, als er wieder anfing, hast du es dann wieder deiner Mutter erzählt? Ja, dann war ich so in der Hinsicht war ich dann so reif, dass ich es sagen konnte. Und wie hat deine Mutter dann reagiert, als sie hörte, er fängt es wieder an? Ja, dann haben wir den Kontakt dann abgebrochen gehabt. Also es war Aber da warst du schon 16. Ja. Wann hast du es denn zum zweiten Mal gesagt deiner Mutter? Wie alt warst du da? Das erste Mal warst du 10 Jahre. Und das war noch immer mit 15,5. Aber da war zwischendurch dann wieder sehr viel passiert. Ja. Wie lange hat er denn, nachdem deine Mutter mit ihm gesprochen hatte, wie lange hat er denn dann Ruhe gegeben? Vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr und dann ging's los. Hat er denn dann, als du so in der Pubertät warst, eben 14, 15, hat er dann mit dir auch nochmal Geschlechtsverkehr gehabt? Ja. Du hast vorhin gesagt, deine Mutter hätte das geglaubt, der Vater nicht? Nee, mein Vater war so und so ein Mensch, der sich nie eine Tochter gewünscht hat. Und dann kam mein Bruder und dann waren wir Weibers, also wir Mädchen, halt nichts mehr für ihn. Weil der hat uns so nur geschlagen und hat halt nur den Jungen, also der Junge war da ein und alle für ihn. Lebt der Opa noch? Ja, aber der hat Alzheimer, der kann sich ja nichts mehr erinnern. Er ist 84 oder 85 jetzt. Ah ja. Hat keine Ahnung mehr, der weiß nicht nur seinen Namen.
Machst du jetzt nach den Jahren, du bist jetzt älter geworden, machst du deiner Mutter Vorwürfe, dass sie nicht entschiedener damals gehandelt hat? Nee, das kann ich nicht machen. Also sie ist die Einzige, die zu mir hält und geht halt nicht. Eigentlich hätte sie das tun müssen. Ist klar. Ja, nachdem sie die ersten Signale bekommen hatte von euch Mädchen, hätte sie radikal einschreiten müssen und euch von diesem Mann trennen müssen. Hast du denn nach all diesen vielen schlimmen Jahren, hast du eine Psychotherapie gemacht? Nee, habe ich nie gemacht. Aber ich bin auch drüber weggekommen nach einer Zeit. Und dann kam es halt wieder hoch durch meinen Ausbilder. Der hat ein Mädchen halt am Hintern gefasst. Ich habe es halt gesehen. Da kamen die Bilder wieder hoch. Also die waren ja fort. Und die kamen dann halt wieder. Ja, ja. Und das ist dann was Schlimmes. Wann war das? Wann hast du das gesehen? War das kürzlich erst? Ja, es war erst vor 4-5 Wochen. Und daher. Ist das Ganze wieder aufgebrodelt von damals und die Bilder sind hier ins Bewusstsein wiedergekommen, was geschehen ist? Hast du inzwischen einen Freund mal gehabt? Ich hatte mehrere jetzt gehabt, ja. Kannst du mit den Männern Sexualität haben und auch genießen? Nicht unbedingt. Also ich bin da nicht so auf der Hinsicht. Also ich mag das nicht so wirklich. Du machst es dann wahrscheinlich mit denen zuliebe, aber so von dir aus, so mit Freude und Lust machst du es nicht? Nicht gerne, nein. Ja. Also manchmal ja und manchmal nein. Ja. Ich glaube, Stefanie, dass das natürlich mit all dem zusammenhängt, was damals passiert ist. Du verbindest damit ja schlimme Erinnerungen. Du verbindest damit ja nichts Schönes. Du verbindest damit, dass jemand in dein Leben eingedrungen ist, der das nicht durfte. Und der Dinge mit dir getan hat, die du nicht tun wolltest. Und du dich aber als Kind und als Jugendliche da nicht gegen wehren konntest. Genau. Und wenn sowas passiert, wie du es gerade geschildert hast, dass du siehst, wie ein anderer Mann einer Frau einfach so an den Po greift. Er ist ja älter. Ein älterer Mann, ja, genau. Und das wieder so hochkommt, finde ich, das sind alles schon so Signale der Seele. Ich brauche Hilfe. Da stimmt was nicht. Ich muss einfach mit jemandem sprechen, der mir vielleicht helfen kann. Wärst du dazu bereit? Ja, aber man kriegt ja halt ganz schlechten Therapieplatz, weil man braucht ja schon ewig lange. Hast du es denn? Mein Bruder braucht hier auch eine, weil er halt sehr lange ins Bett gemacht hatte. Ja. Da hat sie bis heute noch nicht. Und sie wartet immer noch auf diesen Termin, meine Mutter. Aber so die Vorstellung, dass du da mit jemandem sitzt und all diese ganzen Sachen besprichst, das könntest du dir schon denken. Ja, genau. Aber es ist halt auch immer das mit dem Geldmangel. Man kann sich halt dann irgendwann auch nicht leisten. Erst recht, wenn man alleine wohnt und hat man muss Miete zahlen, man muss. Ja, das sollte in diesem Fall aber keine Geldgeschichte sein, sondern das wird und muss deine Krankenkasse bezahlen. Ich möchte Folgendes vorschlagen, Stefanie. Wir beraten dich mal jetzt noch eingehender, wie du das machen kannst. Vor allen Dingen nach so einem gravierenden biografischen Hintergrund sollte es möglich sein, dass du schneller eine Hilfe bekommst. Und wie das auch finanziell ist, wie man das bürokratisch alles organisiert. Ich würde dir es dringend raten, wenn du bereit bist, du ja dazu, ich würde dir das dringend raten zu tun. Für dich. Ich glaube, dass da ganz viel verdrängt und einfach zur Seite geschoben ist, was irgendwann durch irgendwelche Eindrücke wieder nach oben kommt, wie du es ja gerade beschrieben hast. Ja. Stefanie, wir rufen dich jetzt an. Das heißt, meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Und dann könnt ihr weiter alles in Ruhe besprechen. Okay? Ja, okay. So machen wir es. Und ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe. Dankeschön. Tschüss. Peter habe ich hier. Hallo Peter, 19 Jahre. Hallo Peter. Ja, hallo. Hallo Peter, jetzt haben wir nicht mehr so ganz viel Zeit, aber wir fangen mal noch an, miteinander zu reden. Was geht's bei dir? Bei mir, ich wurde als Kind ganz aufgeschlagen. Nicht von Kindern, auch von Jugendlichen. Und auch von meinen Eltern. Ja. Und wo ich in Ausbildung kam, da wurde ich sogar von meinem Meister geschlagen. Wie kommt das denn?
Das weiß ich nicht. Er hat auch viel getrunken. Ja. Was für eine Ausbildung war das? Als was hast du? Das war eine. Also ich habe da aufgehört. Ja. Und jetzt habe ich eine neue und da geht's mir schon viel besser. Mhm. Ich meine, was war das für eine Ausbildung? Welches Fach? War das eine handwerkliche Ausbildung? Ich bin Fleischer. Fleischer, ja. Mhm. Mhm. Und das hat mich so psychisch fertig gemacht, dass ich noch heute darum leide. Mhm. Gehen wir mal noch mal ein bisschen in die Vergangenheit rein. Das heißt, du bist sehr viel von deinen Eltern auch in früher Kindheit geschlagen worden. Ja. Von beiden Eltern. Von beiden Eltern, ja. Ja. Und meine Brüder waren ja auch also gegen mich. Die haben mich ja auch verprügelt. Mhm. Das heißt, wenn du so an früher denkst, ist es auch immer verbunden mit Angst. Und ja, ganz groß. Also ich kann auch nicht, wenn ich draußen bin, mit fremden Leuten reden oder sogar mit Frauen. Also das ist eine ganz große Schwierigkeit, mit denen zu reden. Ja. Wo und wie lebst du jetzt? Du bist 19 Jahre alt, hast du eine eigene Wohnung? Ja, ich habe eine eigene Wohnung. Und bist du auch noch in der Ausbildung im Moment? Ja. Und das aber in der jetzigen Ausbildung, läuft es angenehmer? Da läuft es angenehmer, ja. Da brauchst du nicht mit Angst hinzugehen? Ja. Mhm. Haben deine Eltern dich sehr, haben die dich so geschlagen, dass du auch verletzt warst manchmal? Ja, ich habe hier noch ein altes Bild, da war mein Gesicht kugelrund. Mhm. Und jetzt ist es alles normal gewachsen, das ist nur richtig oval. Mhm. 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 Und ich habe auch bei der Ausbildung meine ersten manchmal 16 Stunden gearbeitet. Ja. Und das fast jeden Tag, also ja. Montag bis Samstag. Ja. So, lieber Peter, ich habe das gerade ja schon angedeutet, dass die Sendung jetzt gleich vorbei ist. Aber wir lassen dich jetzt nicht alleine mit dem angefangenen Gespräch, sondern wir rufen dich gleich nochmal an. Du musst jetzt nur auflegen und ein paar Minuten warten und dann melden wir uns gleich wieder bei dir. Ja. Okay? Okay. Sagen wir bis gleich. Okay? Bis gleich. Tschüss. Tschüss.